steckt fest und rotzig. Das aus der Not geborene Social-Media-Debakel-Spektakel. Mit Jupiter Jones. Buenos dias, Sascha Mark. Was geht Hallo, ab? Ja. Hallo. Sitzt du rum hier vorm Weihnachtsbaum? Noch vorm Baum, ne? Du bleibst ja jetzt einfach eisenhart sitzen, bis dir irgendjemand die Geschenke in die Hand drückt. Ich wollte gerade sagen, ich warte, bis der Weihnachtsmann klingelt. Sehr gut. Hast du denn schon alle Geschenke? Ich meine, es ist also, ich glaube, die Leute haben mittlerweile gerafft, dass wir das hier gerade am 21.12. filmen und dass wir nicht immer tagesaktuell hier so sitzen. Weil sonst wäre es ein bisschen bedenklich, was die Körperhygiene angeht. Aber hast du alle Geschenke schon, Sascha? Prinzipiell ja. Ich muss noch was für einen Gutschein basteln. Und ich dachte mir, ich gehe morgen nochmal los, um eine ganz kleine Kleinigkeit zu suchen, die ich im Kopf habe. Weil online gab es das nicht mehr, das kommt zu spät an. Und jetzt dachte ich mir, ich gehe nochmal durch die Gegend und suche diese kleine Kleinigkeit. Ich darf es natürlich jetzt nicht sagen, was es ist. Doch, das wird ja nach dem 24.12. und selbst nach dem 26.12. ausgestrahlt. Also du kannst es theoretisch. Es sei denn, es ist für mich. Ja, leider nicht. Obwohl, es sei denn, du möchtest ein kleines Stickset haben. Ach, geht so. Es gibt so kleine Sticksets, da kann man so kleine Motive selber sticken. So Pferde oder Einhörner und so. Gerne kaufen und mit meinem Töchterchen zusammen einen kleinen Stickabend machen. Und das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr schön. Meine Tochter und ich, wir unterhalten uns schon länger darüber, dass ich jetzt dann doch irgendwann mal häkeln lernen sollte, damit wir hier eine lustige Dreierrunde bestehend aus meiner Tochter, meiner Freundin und mir machen können und wir häkeln einfach alle. Das wäre was. Gibt es da nicht jetzt auch diese Harry Potter-Figuren, die man häkeln kann? Oder ist das Staubsticken? Die haben wir auch schon gesehen. Die haben wir auch schon gesehen. Sowas zum Beispiel. Oder was sagst du dazu? Ja, sagt sie. Sitzt dir. Macht ein Escape. Perfekt. Perfekt. So, wir sind aber auf Tour im Januar. So ist es, genau. Ja. Genau. Und wir sind dieses Mal am 13.01. in Düsseldorf auf einem Akustikfestival, nämlich. An der längsten Theke der Welt. Waren ja gerade erst in Köln, sind jetzt in der verbotenen Stadt gegenüber. Ey, und Düsseldorf, muss ich echt sagen, Düsseldorf ist für mich vorbelastet. Düsseldorf ist die Stadt der menschlichen Enttäuschung. Auch hier würde ich, wie zuvor schon, also in Frankfurt habe ich schon merkwürdige Erfahrungen gemacht. In Düsseldorf ist es auf der menschlichen Seite bisher beinahe ausschließlich schwierig gewesen für mich. Und also die Menschen, die sich angesprochen fühlen dürfen, wissen, dass sie sich angesprochen fühlen dürfen an dieser Stelle. Und deswegen würde ich mir wünschen, in Düsseldorf das freundlichste, schönste, weltoffenste und zufriedenste Publikum der ganzen Tour zu sehen. Das wäre ein Träumchen. Wer spielt denn da eigentlich noch auf diesem Festival? Ich bin mal wieder völlig unvorbereitet und schlecht informiert. Soll ich mal gucken? Oh ja, guck mal bitte, weil ich bin auch vollkommen unvorbereitet. Ist echt so, ne? Genau, und aber wir haben schon öfter in Düsseldorf gespielt, im Zack zum Beispiel. Das ist auch ein wirklich großartiger Club und sticht heraus so ein bisschen aus dieser unfassbaren Menge von Clubs in Deutschland. Das Zack ist wirklich großartig, muss man wirklich sagen. Das ist ein ganz toller Club, kann man öfter mal hingehen. Und ich verrate noch was jetzt. Ich hoffe, ich verscherze es mir mit den Kölnern nicht. Für das nächste Jahresabschlusskonzert. Ich plaudere jetzt mal auf, dass ich früher, als ich noch Alkohol getrunken habe, ein großer Fan des Altbiers war. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Gatzweiler Altbier war meine Marke. Vielleicht gibt es das ja Alkohol. Kann man gut machen. Oh, wenn es das Alkohol... Liebe Düsseldorfer, gibt es Gatzweiler Altbier alkoholfrei? Das würde ich mir sofort mitnehmen. Das, da kannst du bestimmt, dann kannst du dir einfach mehrere Fässer davon zu Hause ins Wohnzimmer stellen. So, ich habe herausgefunden, wer da spielt, nämlich Jupiter Jones und viele mehr. Aber mit ein bisschen mehr Recherche bin ich auch weitergekommen. Also wir spielen da, das stimmt schon mal. Dann Tirnan Ok, oder ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, Tirnan Ok könnte auch sein, One Eye Open, Niall Connolly und die Frink, und Frink, oder Frink Lucy Glang. Ich weiß nicht, ob die sich hier dolle verschrieben haben, weil die, also drei Viertel kann ich überhaupt gar nicht richtig lesen und aussprechen. Aber es wird bestimmt sehr, sehr schön. Und das ist nämlich das Festival der leisen Töne und es geht in seine 15. Runde und bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm zwischen Folk, Pop und Rock. Sehr gut. Du könntest auch Nachrichtensprecher werden. Dankeschön.
Hast du mitgekriegt, dass Gundula Gause einen Schwächeanfall während des Vorlesens der Nachrichten hatte? Das hat mich doll erschrocken tatsächlich. Ich habe mir Sorgen um Gundi gemacht. Es geht ja wieder gut. Es geht ihr wieder gut, genau. Und das war einfach nur ein Zwischenfall. Gundula ist übrigens ein mutiger Name, finde ich. Finde ich auch, ja. Gundula Gause. Ja, also Düsseldorf. Lass mich nochmal gucken, nicht, dass ich lüge. Am 13.01. sehen wir uns, oder? So ist es genau, 13.01. Mit den besten Menschen der Tour, weil ihr da nämlich alle hinkommt, um die Stadt Und zu mit Alkohol beim bauen. Altbier, bitte. Gut, bis dahinsen.